Die Frage, die ich hatte, war, wie entwickelt man eigentlich das richtige Gefühl für die richtige Tonart beziehungsweise den Tonklang bei einem Fretless Bass? Weil man hat ja keine Bundstäbe, also die Bridge, wo man draufdrückt, sondern man muss es ja mit Gefühl fühlen. Verstehst du, was ich meine? Sprichst du jetzt von der Tonentwicklung im Generellen oder von davon, ob der Ton sauber ist? Oder Davon, eher dass der davon, wie er Ton klingt? sauber ist. Okay. Also grundsätzlich, wir haben heute nämlich in dem Kurs, im Fretless-Kurs, das könnte vielleicht auch für dich dann interessant sein, nämlich uns genau mit der Thematik beschäftigt. Wenn wir über Fretless Bass und Intonation sprechen, sprechen wir eigentlich nicht übers Greifen üben, sondern übers Gehör, Hören üben. Es ist eine ganz wichtige und Sache, dass wir wirklich lernen, wann ein Ton sauber ist und wann nicht. Und die einfachste Variante ist, grundsätzlich sich klarzumachen, die Bundstäbchen, die fehlen, müssen wir mit unserem Finger imitieren. Das heißt, der Greifpunkt ist im Gegensatz zum normalen E-Bass irgendwo, kann man ja mittendrin im Bund greifen. Also keine Richtig. Ahnung. Wir haben viel Spielraum innerhalb eines Bundes. Möchte ich den Ton aber genau haben, muss ich das Bundstäbchen mit dem Finger imitieren und wirklich ganz genau an dieser Stelle greifen. Ja, ich glaube, die Frage spielt mehr darauf an, wie man tatsächlich hört, ob man richtig liegt oder was Genau. meinst du? Genau. Also wie kriegt man das Gefühl, den richtigen Abstand zu bekommen? Weil man hat ja nichts Visuelles. Bei einem Bass sehe ich ja, wo ich greifen muss, quasi direkt hinter bzw. vor dem Bund. Wie kriege Ja. ich das quasi Na vom gut. Griffmuster her beim Fretless Bass? Wir haben natürlich schon Anhaltspunkte. Also es kommt jetzt immer auf den Bass drauf an. An der Seite, hast du einen Fretless Bass denn zu Hause da? Nee, ich würde mir gerne einen kaufen, deswegen ist ja das. Ich Okay, habe nur gut. normale Bässe. Ah Darf ja, ich mich mal kurz dann einmischen? ja, sehr Also gut. ich habe den absoluten, Entschuldigung, das absolute Noob-Modell. Ich habe hier Striche drauf. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Das Ja, sind Flatlines. genau, ja. Genau. Genau. Also die Markierungen sind da. Das heißt, man kann schon gucken. Jetzt Wenn bei man sich Bass. quasi die Anfänger-Bass-Modellreihe Das besorgt, muss nicht oder? unbedingt Anfängerbass sein. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Ganz genau. Ich habe zum Beispiel mir auf meinem diese Linien angedeutet. Guck mal, ich kann das auch mal hier reinzeigen an dem Instrument. Ja, hier sieht man es. Die sind ganz Ja. auch hier von oben. Also ich habe meine Punkte plus die Ah. gedeutet, habe aber dann nicht durchs Griffbrett durchgezogen, kann mich aber, wenn ich jetzt von oben gucke, kann ich mich schon ganz gut orientieren, weil ich sehe, ah, alles klar, da ist meine Linie und da gehe ich hin. Also du hast nicht keinen Anhaltspunkt. Ja. Ah, das heißt, es ist nicht komplett blind. Nee, also wir haben heute erst noch drüber geredet. Das wusste ich nämlich auch nicht, ob es auch Bässe gibt, die noch nicht mal Punkte oben haben. So dachte ich es eigentlich, ja, wie bei einem Das ist, Kontrabass oder so ähnlich. gibt es mit Sicherheit, aber das ist nicht unbedingt die Regel. Oder gibt es das Hat, gar nicht? ich habe es noch nicht gesehen, Hast du muss ich nicht zugeben. gesehen? Aber mit Okay. Sicherheit wird es vielleicht irgendeinen Freak geben, der wird gesagt haben, ich brauche gar nicht, ich kann es so. Also ich könnte es auch nicht ohne Anhaltspunkte. Also Ja. ich denke, im Endeffekt, wenn du das 100.000 Millionen Mal geübt hast, dann hat sich bei dir halt auch so ein Körpergedächtnis entwickelt, dass du nicht mehr groß gucken musst, wo jetzt, also das kann ich ja auch auf dem bundierten Bass, dann greife ich irgendwo hin und ich habe mit ziemlicher Sicherheit mein E erwischt oder was, meine E-Seite, meine E-Leerseite. Nein, ich habe mit ziemlicher Sicherheit mein E erwischt oder was auch immer ich erwischen will. Beim Fretless Bass musst du halt noch genauer treffen und Genau, ja. ich kann mir vorstellen, dass wenn du überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hast, dass du, wenn du irgendwo hingreifst, dann wahrscheinlich auch ungefähr so genau triffst wie bei einem bundierten Bass, nur dass du dann noch richtig intonieren musst, dass du das dann ausgleichen musst. Aber das wird sich Erfordert natürlich jahrelange Übung. dann, genau, jahrelange Übung, du musst halt dein Gehör trainieren. Genau. Ja. Wir haben auch heute erst noch darüber gequatscht, dass halt, wie du gesagt hast, ist eigentlich das Fretless-Bass-Spielen eigentlich gar kein besonderes Training im Greifen ist. Also ja, schon, aber vor allem eigentlich im Gehör. So, dass man überhaupt erstmal hört, was ist nicht 100% richtig. Damit man einfach merkt, dass die Tonlage schief ist. Ganz genau. Genau. Und Ah, okay. das sind Sachen, die kann man visuell gar nicht so leicht steuern. Also ich meine, der Fingerdruck allein, Achtung, ja, ändert ja Ja. schon den Ton. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehr schwach auf diesen Ton drücke, habe Ja. ich den. Wenn ich jetzt fest drauf drücke, ist er schon höher. Ja. Hörst du So. das? So. So ein bisschen. Ja. Nur durch den Fingerdruck. Also da hilft mir das Visuelle zum Beispiel gar nicht. Also entscheidend ist einfach wirklich zu lernen, über gutes Gehörtraining
stimmt mein Ton? Ich kann zum Beispiel vergleichen mit leeren Seiten. Das ist zum Beispiel so eine ganz, ganz einfache Variante, zu sagen, hier das A im zweiten Bund gegriffen als Beispiel und die leere A-Seite dazu. Ich muss auch sagen, dass ich, also dadurch, dass ich bin ja auch Fretless-Anfänger, ne? Also ich bin ja kein guter, ich bin kein wirklicher Fretless. Und ich muss sagen, die Tatsache, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken machen muss, wie sehe ich denn jetzt, wo ich greifen muss, das gibt mir das Gefühl, der totale Vollidiot zu sein gegenüber einem klassischen Musiker, der Geige spielt oder Cello spielt oder Kontrabass spielt. Und dann frage ich auch, wo sind denn die Buntstriche? Ne, das, die lachen mich aus. Dafür lache ich mich aus, wenn die mich nach Timing fragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist alles Training, ja? Es ist alles Training. Also ich denke mal, Körper, wie heißt es, Muskelgedächtnis spielt eine große Rolle und halt wirklich Gehör trainieren, Intervalle trainieren und dann halt genau die richtige Intonation trainieren. Und das geht vor allem mit Referenztönen. Ne? Referenztönen, also über Leerseiten. Das bedeutet? Indem ich mir einfach Töne suche. Also ich kann ja am Anfang erstmal Töne üben, die ich mit Leerseiten vergleichen kann, die ich habe. G, A, D und G, D, A und D. So. Das ist ein langer Tag, ne? Also zum Beispiel, ne? So, ich habe hier das A, kann ich mit der Leerseite vergleichen. Ich kann dieses A im siebten Bund auf der D-Seite mit der Leerseite vergleichen. Ich kann das A im fünften Bund. Du bist zu schnell. Meinst du? Ja. Nein. Ich höre nur zu. Ich sehe das im Kopf, jetzt verarbeitet. Ja. Das geht so. Okay. Das A im fünften. Solange es noch nicht rattern hört, geht's noch. Das A im fünften Bund zum Beispiel. Ich kann alle Töne, die ich in leeren Saiten habe, G, D, A und E, gegriffen mit leeren Saiten vergleichen. Das ist schon mal eine sehr einfache Methode. Und das sind schon viele Töne, die man dadurch nämlich erreicht, hier über das ganze Griffbrett. Das wäre zum Beispiel eine erste Übung dafür. Und so quasi fängt man dann auch an, das Gehör zu trainieren, würde ich jetzt mal sagen, für einen, oder allgemein das Gehör zu trainieren. Ganz genau, weil es ist halt durch die Oktave oder den gleichen Ton, man hört halt sehr deutlich, ob man falsch liegt, weil wenn ich jetzt das A zu tief greife, also sowas hier, es ist halt schon sehr eindeutig zu hören, da muss man schon extrem unmusikalisch sein, behaupte ich jetzt mal, dass man das nicht mitkriegt. Das stimmt. So, ja. Und wir sind ja alle als Musikinteressierte, also nee, das kann es nicht sein. Auch zu hoch. Und dann suche ich mir das zurecht. Wunderbar. Und dann bin ich drauf. Das wäre so eine gute Einsteigerübung, wie man wirklich anfängt, sich da zurechtzufinden. Das ist gut zu wissen. Das ist schön. Interessant. Und wann holst du dir ein Fretless? Also, ich habe ja schon relativ viele Instrumente ausprobiert, beziehungsweise am besten verschiedene Modelle, verschiedene Hölzer, weil alle immer sagen, das klingt so, das klingt so. Und ich habe mir überlegt, Ende des Jahres mir eigentlich einen Fretless-Bass zu holen. Cool. Aber die Frage ist immer, A, was für einen? Und B, wie gesagt, eben die ganz, ganz große Angst, die ich immer hatte, ist eben, wie treffe ich es tonal, beziehungsweise, dass es eben richtig klingt, weil man hat ja keine Anhaltspunkte, in Anführungsstrichen, dachte ich. Jetzt weiß ich zum Glück, ich kann zumindest oben ein bisschen luren, damit ich das lerne. Genau. Deswegen, also, es nimmt schon auf jeden Fall die Angst weg. Also, wie man richtig die Töne trifft. Als allererstes einen Fretless-Bass kaufen. Das ist ein guter Anfang. Zum Thema Fretless-Bass kaufen, vielleicht ein bisschen bezüglich Kaufberatung. Ich würde schon am Anfang einen nehmen mit Fretlines. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich meine, das muss auch niemanden irgendwie jetzt so nach dem Motto, nein, das ist ja gar nicht richtig und das ist ja peinlich und das ist völliger Blödsinn. Also von so Gedanken muss man sich verabschieden. Ich habe schon in vielen professionellen Studios aufgenommen, wo dann Fretless-Bässe waren, die Linien hatten, und wenn sie keine hatten, haben die Musiker sich das im Studio mal richtig schön erstmal nachgezogen mit Bleistift und so Sachen. Im Orchester, ich hab Kontrabass schon im Orchester gespielt, das ist ja ein Riesengriff beim Kontrabass. Was meinst du, was da passiert? Auf Bleistift werden sich, wenn du so hohe Töne, dann kommen so Lagen weg, dann musst du ganz viel greifen, dass man den Ton trifft. Wir haben uns mit Bleistift hingemalt. Das meine ich, und dann meine ich, die professionellen Leute haben sich mit Bleistift einfach eine Markierung aufs Griffbett gemalt, wo sie hin müssen. Also von daher, hol dir als Anfänger auf dem Fretless-Bass, hol dir einen mit Linien. Das ist überhaupt kein Thema und das hilft enorm. Ja, es ist ja auch kein Leistungszwang oder keine Sportart oder so, wo man irgendwie pfuschen könnte und nicht ertappt werden darf oder so, sondern das stimmt, um das Ergebnis. Ne? Und wenn man besser spielen kann mit Linien, also wieso dann nicht? Ganz genau. Also. Ja, aber das ist wie gesagt... Man denkt ja immer selber so, wo man sagt, so als Anfänger sonst irgendwas, man will ja nicht gleich immer
ja, wie soll ich sagen, schlecht geredet werden. Also ich glaube, das hat so ziemlich jeder, dass man immer sich denkt, so, ja, gut, was denken jetzt die Leute? Ja. Blödsinn. Ja, Der das muss man rauskriegen aus dem Kopf. Fretless Bass ist immer noch im E-Bass. Also, das ist auch so ein bisschen unser Anliegen in dem Kurs, den wir jetzt machen wollen, oder was machen wollen, den wir ja machen gerade, wenn wir Wir wollen heute, den auch machen. wir haben Wir den machen heute den schon auch. viel, einfach so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, weil man erlebt Fretless oft in so einem Kontext, es ist dann gleich Jazz, es ist gleich hochvirtuos, es ist gleich irgendwie richtig abgefahrener Recht Kram. schwer, ja. Und das ist Blödsinn. Also, man kann Fretless als Klangfarbe einsetzen. Als ganz normalen E-Bass, weil es ist ein normaler E-Bass, außer dass man keine Bünde hat. Und das ist beherrschbar. Mit den richtigen Tricks und Kniffen ist das jetzt auch kein Hexenwerk, Fretless gut zu spielen. Ah, ist gut. Hattest du noch eine weitere Frage eigentlich? Ja, ich hatte noch zwei weitere Fragen. Lass mich Ja, mal hau mal kurz raus. Wir haben lesen. noch jemanden, deshalb lass uns nicht so. Genau, ich mach's ganz schnell. Okay. Genau. Meine Frage war noch, wie ist denn das eigentlich bei einem Fretless Bass? Dadurch, dass man ja relativ wenig Widerstand hat, schneiden sich die Saiten ein, beziehungsweise hat man Einkerbungen, Klar. irgendwas der Richtung Meinst du ins Griffbrett oder sprichst du ins von den Griffbrett, Fingern? genau, ins Ach so, Griffbrett. nein, klar, logisch. Also genau wie ja auf dem Fretted Bass kriegst du Einkerbung an den Bünden, die das abhalten. Deswegen musst du nach einiger Zeit ja auch Bünde abrichten. Das kommt auch an, Ja. wie viel man spielt, aber das ist eigentlich normal. Beim Fretless Bass schneiden sie sich richtig hier rein ins Griffbrett, die Rillen. Ich weiß nicht, ob man das sogar hier. Gut, der ist relativ. Na, hier sieht Ah, man es ein doch, auf der bisschen. E-Seite. Ich halte es mal rein. Vielleicht kann man es erkennen. Der ist relativ frisch nämlich gemacht. Guck mal. Sieht man das hier? Na, ein bisschen nach rechts noch. So, kann man das Ja, sehen so auf der ein, E-Seite? ja, so ein Ja. ganz kleines Mühe, ja, sieht man. Also, es schneiden sich natürlich Rillen rein und beim Fretless Bass geht man nicht Bünden abbrechen, sondern das Griffbrett abziehen. Da geht dann der Gitarrenbauer hin und zieht quasi eine minimale Schicht, Millimeter Holz Ah, einfach runter, nicht mal zieht. ein Millimeter. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal ein Millimeter. Nee, wahrscheinlich alle Bassbauer sagen jetzt: Oh mein Oh Gott, was Gott, ein erzählt er da? Millimeter. Millimeter. Auf jeden Fall ganz minimal und macht sie wieder quasi blank und raus. Aufs Mühe genau, sehr schön. Das heißt, man muss, also achtet man trotzdem auf eine besondere Pflege dann, damit das ein bisschen länger hält, oder ist das egal? Ich wüsste nicht, wie du das pflegen solltest. Gut, Griffbrett ölen ist immer Öle, gut, auch beim irgendwas? Ja, Fretted sicher, aber Bass. das wird ja nicht härter deswegen. Genau. Gut, es gibt die Möglichkeit, Jaco Pastorius hat damals seinen Jazzbass, den als Fretted Bass, hat den mit einem Lack überzogen, damit er diesen Bootslack, damit das besser hält. Das kann man machen, wenn man will. Hat natürlich wieder einen ganz eigenen Klang, weil sich der Lack abspielt und der klingt anders. Ansonsten, was heißt pflegen, also länger hält, so ein Griffbrett runterzuspielen, da brauchst du ein Leben für. Also da würde ich mir keine Gedanken machen. Das kriegst du, glaube ich, Okay. nicht runter in einem. Das So. heißt, selbst wenn man sagt, okay, man übt jeden Tag eine Stunde mit dem Ding, ist es kein Problem. Also es verändert sich Kein quasi Stress. nichts, dass sich irgendwas. Keine Ah, okay. Sorge. Nein, nein. Das wird nicht passieren. Sehr schön. Das heißt, erst wenn man das den Kindern vererbt, so ungefähr, die können dann mal anfangen, das einmal. Gegebenenfalls unter Umständen. Ich weiß, du müsstest immer fragen, wie oft Jackos Bass schon abgezogen werden musste. Der hat ja Lack drauf gehabt. Aber der Lack spielt sich ja Der runter. Dann wurde mehr, müsste man er den wurde neu mehrmals, ne, aber er lackieren. hat das mehrmals neu Mehrmals lackiert. neu Er hat in lackieren. den Laufe der Karriere schon alle paar Jahre mal neuen Lack drauf gezogen. Naja, Und okay. wenn man natürlich ganz griffbrettschonend sein will, man kann ja Flatwounds verwenden. Und die sind ja weicher und die belasten das Griffbrett weniger als Roundwounds. Richtig. Okay, Gut. Frage beantwortet. Nächste Frage. Frage beantwortet. Genau. Die andere Frage, die ist eigentlich so eine allgemeine Frage, ist, wie pflegt man allgemein sein Instrument am besten? Also zum Beispiel, wenn man sehr, sehr lange spielt, was macht man mit den Saiten? Soll man die irgendwie, es gibt also Saitenreiniger und so weiter, andere gehen einfach nur nach dem Gig mit den Tüchern drüber. Gibt es da noch irgend so einen Tipp, wo man sagt, das ist empfehlenswert? Da gibt es alles Mögliche. Also Deswegen. eine Sache ist Hände waschen vorher. Ja. So, Immer. dass du nicht Ja, machen wir irgendwie ja. frisch, weiß ich nicht, Pommes dir reingezogen hast und dann den Bass nimmst. So, ne? Das ist gut, mache ich aber nie. Also ich wasche mir schon die Hände. Wenn ich mal ins Studio komme, wasche ich mir die Hände. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Bass greife und dann, ah nee, ich habe mir die Hände nicht gewaschen. So, also Okay, never. das mache ich schon, muss ich gestehen. Wunderbar, gut, Punkt für dich. Was es auch noch gibt, ist halt mit einem Tuch nachher die Saiten einmal abwischen. Mache ich auch nie. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das besonders, Okay. ich bin voll das Schwein, ne? Okay. Besonders gut, wenn man zum Beispiel nach einem Gig hast du den Bass mit 2 Liter Schweiß getränkt, ne? Dann das mal abtrocknen, das macht schon Sinn. Ich halte das so, ich will das Ding greifbar haben und mir schnappen können, wann immer ich Bock drauf habe. Und auch wieder zurückstellen, wenn ich dann die Schnauze voll habe. Ich habe keinen Bock, da große Pflege hin und her irgendwas zu machen.
Ich kaufe mir Elixierseiten, die haben eine Beschichtung, da stimmt, rutscht der Dreck nicht in die Rillen. Die halten auch ein Jahr, selbst wenn man Pommesfinger hat. Ja. Also von daher mache ich mir da keine Gedanken so. Ich muss da, also bevor ich mir irgendwie das verkneife, mir den Bass jetzt zu nehmen, um mir die Hände zu waschen, da habe ich, ja, hab ich lieber einmal zu viel in die Chipstüte gefasst. Gut, also ich für jemanden von mir, der seine Bässe doch ein bisschen mehr pflegt, vielleicht weil es ein bisschen teurer ist. Okay, also was sich lohnt, zu Hause zu haben, ist, es gibt einfach ganz normale Lackpflegedinger für den Body. Mhm. Die muss man nur gucken, dass wenn man ein Instrument mit Nitrolack hat, das sind ja bei den alten Fenderbässen mit Nitrolack, braucht man einen anderen als für den Klarlack. Aber das steht drauf, das lohnt sich zu nehmen. Ich öle regelmäßig die dunklen Griffbretter, dass sie nicht trocknen, gerade im Winter. Da gibt es auch Öle zu kaufen, einfach Griffbrettöle. Man kann aber auch jedes haushaltsübliche Öl nehmen. Es sollte nur nicht zu fettig sein. Okay. Und ansonsten, ich finde die Seiten sauber macht Dinger. Ich habe mir den jetzt die Erfahrung gemacht, dass sich das nicht lohnt. Ich hatte nicht das Gefühl. Wie heißt das? Fast Fret? Das ist nur was anderes. Da geht es darum, dass du besser sliden kannst und so. Es gibt so String Cleaner, aber meine Erfahrung war, dass die eigentlich nicht viel bringen. Also String Cleaner hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch die Seiten länger halten. Aber Griffbrettölen, gerade in der Heizungsperiode im Winter, wo die Feuchtigkeit fehlt, das sollte man schon machen und ansonsten machen halt sauber, wie du willst. Griffbrettölen ist auch recht wichtig. Das ist nicht nur zum Spaß, sondern das kann auch teuer werden. Ich hatte meinen Sechsseiter nicht vernünftig geölt. Und was dann passiert ist, ist, dass das Holz ausgetrocknet ist. Und wenn das Holz austrocknet, zieht das Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Und wenn das Holz Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft zieht, kann es sein, dass das an bestimmten Stellen aufschwemmt. Und wenn das Holz an bestimmten Stellen aufschwemmt, kann das sein, dass das dir einen Bund rausdrückt. Und wenn dir das Holz einen Bund rausdrückt, kann das sein, dass der Gitarrenbauer dir sagt, ich muss deinen Sechsseiter komplett neu bundieren und das kostet 120 Euro. Das ist günstig. Das ist günstig, das ist noch günstig für Neubundierung. Das ist eine Scheiße so. Deshalb, ab und zu mal ein Klecks Öl drauf, vor allem wenn das Holz so durstig aussieht, ne, wie bei dem hier. Wenn es einfach mit den Pommeshänden gespielt wird. Naja, stimmt, einfach öfter Pommes essen vorm Spielen. Gut. Geht natürlich auch. Okay, dieses, gut. So dieses viele Limonöl habe ich noch eine Frage. Egal, was man googelt, alle sagen immer so ein Limonenöl zum Beispiel. Ja? Ja, okay? Klar. Also das nutze ich auch. Also ich hab zum Beispiel, Gott, welche habe ich denn da? Ich habe die von Chuck. Mhm. Der hat eine Serie draußen, die super funktioniert, aber es funktioniert mit jedem anderen Öl wohlgemerkt, muss man schon dazu sagen, wenn es nicht zu fettig ist. Okay. Also du kannst auch so ein Pflanzenöl nehmen, was du auch zum Kochen benutzt. Das geht schon. Aufs Tuch getupft und gemacht. Also du trägst ja nicht irgendwie einen Liter auf, ja, muss man dazu sagen. Ja, ne? Wir reden ja von einer sehr homöopathischen Dosis dabei und alles andere. Es ist immer noch ein Bass. Man darf es nicht übertreiben. Okay, und man kann auch jedes Tuch hernehmen oder ist so, keine Ahnung, Baumwolltuch zum Beispiel schlechter geeignet als ein sehr, sehr feines Mikrofaser. Jetzt gehst du aber ins Detail. Du nimmst dir einfach einen scheiß Lappen, der neben deinem Auto liegt und dann, also wirklich, worüber reden wir denn hier? Tut mir leid, ja, es ist gut. Das ist die Frage ist total berechtigt, ist mir sehr sympathisch. Ich habe nämlich verschiedene Lappen getestet, nämlich bei meinen Bässen. Ich wollte nur sagen, wir haben noch einen Gast und wir haben fast die halbe Zeit rum. Also hör mal auf. Ihr könnt beim nächsten Mal eine Stunde aus, sobald du deinen Bass gekauft hast. Und dann könnt ihr den ganzen Tag über Öl und Bässe reden. Und über Lumpen, sehr schön. So machen wir das. Also Jake, war schön, dich dabei gehabt zu haben. Hat mich gefreut, vielen Dank. Wenn du den Bass hast, mach mal ein Foto und tag mich. Und meinetwegen, lass uns mal ein Hashtag erfinden. Hashtag Basscoach auf jeden Fall. Hashtag Basscafé ist natürlich auch geil, oder? Das klingt gut. Genau, Hashtag Basscafé und auch an alle, die zugucken. Macht einfach irgendwas mit Hashtag Basscafé und ich gucke mir das an und dann gehe ich dann drauf ein im Livestream oder wann auch immer. Oh. Sehr gut. Ja. Okay, cool. Dann, Jack, war schön mit dir. Danke dir. Ich wünsche euch was. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Cool, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was draus mitnehmen. Wenn du auch eine Frage hast oder einfach mal Feedback von mir haben möchtest, dann kannst du das kriegen. Mach einfach ein Video, stell das auf Instagram als Video ein oder in deine Stories, tag mich und dann komme ich da gerne drauf zurück. Vielleicht lade ich dich zum Basscafé ein, vielleicht mache ich ein YouTube-Video, vielleicht antworte ich dir direkt. Kommt ganz auf die Sache an. Trau dich, stell was ein, tag mich. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann.